Mahlzeit, Freunde. Willkommen zurück bei Call of Duty Modern Warfare 3 und dem Zombie-Modus Operation Deadbolt. Und dieses Mal gucken wir uns die Aether-Nester an. So, ich zoome ein bisschen rein. Hier sehen wir es. Aether-Nest wird uns markiert durch so einen weißen Punkt mit einer Bazille, mit einem Virus drin quasi. Rechts in der Legende sehen wir es auch nochmal. Und ja. Hier zu empfehlen ist halt auf jeden Fall eine Gasmaske, die kann nicht schaden. Nicht Pflicht, aber ist halt hart zu empfehlen. Und des Weiteren die Todeswahrnehmung als Perk, weil wir müssen hier diese Blasen, diese Ätherbeulen zerschießen. Und mit der Todeswahrnehmung sehen wir die halt vorher schon und wissen, wo wir hin müssen. Und müssen dann nicht Ewigkeiten rumlaufen und die suchen. Das ist recht easy, recht einfach dann. Und ja, so sehen die Dinger aus. Also da diese gelben Eiterbeulen quasi und einfach nur. Zack, Küste zerstört. Und wenn wir das Ganze machen, dann spawnen hier so ein paar spezielle Zombies. Also erstmal spawnen hier dann haufenweise und da sehen wir es. Die Viecher kommen nämlich, wenn wir die. Genau, Nesträuber. Die kommen nämlich, wenn wir diese Zysten zerstören. Und ja. Das ist jetzt ein kleines Nest mit einer Etage, gar kein Problem. Gibt auch welche, diese Ether-Festungen da, also die jetzt finden, mit drei Etagen oder so. Und das ist dann ein bisschen was anderes, ne? Also da ist man ganz froh, wenn man dann eine Todesverdienung hat. Hallo, Täuschgranate. Also. So, das Ding kann sich auch nicht schaden. Und zack. Automatisch geht die Gasmaske natürlich über das Gesicht. Und dann kommen noch ein paar Zombies. Die müssen wir mal kurz wegschaffen. Okay, ein paar ist gut. Ein paar ist halt sehr gut. So, und wir rein, wir sind noch nicht fertig. Jetzt sind wir fertig, Freunde. Und dann erhalten wir hier einmal maximale Munition. Zack. Und dann sind diese Truhen auch endlich offen. Die sind nämlich vorher so verpestet, sag ich mal. Mit diesem ganzen Ether-Zysten-Schleim. Der wächst da drüber und dann können wir die nicht öffnen. Und wenn wir das abgeschlossen haben, können wir ganz in Ruhe alles looten, alles mitnehmen, was wir brauchen. Finden manchmal auch sehr geile Sachen, auch für Geschütztürme öfters mal was. Und hochwertigen Schrott, den wir verkaufen können. Also ist schon mal ganz nice zu tun. Außerdem gibt es ja, glaube ich, Visitenkarten für, wenn man das eine gewisse Anzahl mal macht. Ne? So viel zum Thema Aether-Nester, Freunde. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.